ich beginne mal ohne die Folien, damit ihr euch dann nachher anschauen vielleicht. Also mein Vortrag geht um das Thema Raspberry Pi als HTPC mit XP10. Ich möchte damit beginnen, dass ich einmal diese Begriffe erkläre. Und zwar die Raspberry Pi, also was ist die Raspberry Pi? Die Raspberry Pi ist ein kreditkartengroßer Einserschienencomputer, von der Raspberry Pi Foundation entwickelt wurde. Die Raspberry Pi Foundation ist eine Wohltätigkeitsorganisation in England, das sich zum Ziel gesetzt hat, das Studium der Informatik und verwandter Themen zu fördern. Und das vor allem im Hinblick auf den schulischen Bereich. Das heißt, dass den Kindern und Jugendlichen Arbeiten mit Computer und Programmieren näher zu bringen. Das war die Grundidee von der Raspberry Pi. Und dadurch hat sich eigentlich zufällig dann auch ergeben, dass das eigentlich eine sehr gute Hardware ist für einen Media Center PC. Was ist jetzt ein HTPC? HTPC steht für Home Theater Personal Computer und bezeichnet eigentlich, dass man einen klassischen Computer eigentlich dafür verwendet, für Dinge, die sonst HiFi-Geräte eigentlich machen würden, wie zum Beispiel Video abspielen, Musik abspielen und so weiter. Und oft wird ein HTPC auch als Media Center PC bezeichnet. Was ist jetzt XPMC? XPMC ist so eine Media Center Software, die damit dazu verwendet werden kann, um verschiedene Video-, Bilder-, Audiodateien auf einem Fernseher abspielen zu können, und das aus unterschiedlichen Quellen, zum Beispiel Festplatten oder Servern, also Mediaserver und auch aus dem Internet. Der Name XPMC kommt vom Xbox Media Center. Ursprünglich wurde das wirklich entwickelt für die erste Xbox, um damit Videodateien abspielen zu können. Die Software hat sich dann weiterentwickelt und wird jetzt nunmehr als XPMC benannt. Und es werden auch verschiedenste Hardware von XPMC unterstützt. Also es ist nicht nur, dass man es für die Raspberry Pi verwenden kann, das läuft auch auf normalen x86-Systemen mit NVIDIA-Grafikbeschleunigung zum Beispiel oder auch AMD. Und es gibt auch andere Geräte wie zum Beispiel Apple TV 2, das auch, wenn es gehackt werden kann, mit XPMC versehen werden kann und auch mit XPMC dann auch gespielt. Ich möchte jetzt noch ein bisschen einen Einblick liefern, was so bei der Raspberry Pi alles dabei ist, beziehungsweise ich meine, wie die Platine aufgebaut ist. Kern der Raspberry Pi ist ein SoC, also ein Socket on a Chip, System on a Chip. Das heißt, es ist ein Prozessor, es ist ein ARM11-Prozessor aus der ARM-Architektur V6. Also gibt es bei ARM verschiedene Architekturen, V5. Hat angefangen, so ein Beispiel Trimbrack, haben wir vorhin ja einen Vortrag drüber gehabt. Die hat keine FPU, dann V6, ihr habt bereits eine FPU. Und später gibt es dann auch noch die V7-Architektur, die kennt man jetzt von den aktuellen Smartphones. So. Das sind so ein Cortex A8, A9, A15, das sind so die aktuellen Prozessoren. Also die Raspberry Pi hat einen etwas älteren Prozessor. Zu dem SoC gehört noch eine GPU, also eine Grafikeinheit, die nennt sich Broadcom Video 4 und der hat man zu verdanken, dass Videos in Realtime dekodiert werden können, also ohne, dass die CPU dafür machen muss. Und so geht sich heraus, dass man das Full HD auf der Raspberry Pi abspielen kann. Auf der CPU aufgesetzt ist noch ein RAM-Chip, also die neue Generation. Die Revision 2 hat hier 512 MB RAM schon dabei, die Revision 1 hat 256 MB RAM. Mit XPMC ist das aber kein Problem, wenn man auf eine ältere Revision 1 hat, mit 256 ist kein Problem, auf das XPMC auch einwandfrei. Also ist nicht so, braucht man nicht so viel RAM. Anschließend kann ich jetzt an die Raspberry Pi zum einen nochmal einen HDMI-Anschluss habe ich, da kann ich digitales TV-Gerät anschließen. Und da läuft dann auch das digitale Audiosignal drüber. Das ist ein HDMI 1.3a, 1.4 wäre dann 3D-Fähigkeiten auch, also das haben wir nicht. Aber das ist eher eigentlich nur. Dann haben wir auch noch die Möglichkeit, dass wir ein analoges Fernsehgerät noch anschließen können. Dafür haben wir einen Composite-Anschluss, das ist dieser hier, und daneben einen normalen Stereo-Klinkenstecker für analoge Signale. Dann weiter können wir hier haben wir eine Netzwerkschnittstelle, das heißt, können wir normales Wired Network einschließen.
Dann haben wir zweimal USB-Anschluss dabei. Dann auf der Platine gibt es noch GPIOs, das heißt General Purpose IOs, das heißt digitale Ein- und Ausgänge. Und die können wir in dem Fall auch nutzbar machen für ein Media Center. Da gibt es nämlich eine Modifikation, man kann hier einen Infrarotempfänger zum Beispiel drauflösen und kann so seinen eigenen Fernbedienungssatz noch dazu basteln. Dann haben wir einen SD-Karten-Slot. Hier kommt eine SD-Karte rein, da ist das Betriebssystem und die Firmware drauf prinzipiell. Man sollte mindestens 2 GB dafür verwenden. Und wenn man einen größeren kann, natürlich auch größere rein tun. Ich habe ja jetzt eine 32 GB drinnen. Und wenn man zum Beispiel auch Videos drauf speichern will. Aber ansonsten kann man auch mit sehr kleinen SD-Karten, die vielleicht noch von irgendeiner Kamera übrig sind, ja auch durchaus verwenden. Ja, das, nicht zu vergessen, das letzte war ein Micro-USB-Anschluss, der ist für die Stromversorgung und hier kann man entweder mit einem Netzteil das direkt versorgen, wenn man vielleicht ein Smartphone noch übrig hat, oder man schließt hier einen aktiven Hub, also man schließt es an einen aktiven Hub an, oder was auch möglich ist, man kauft sich ein USB-to-Micro-USB-Kabel und schließt es zum Beispiel direkt an einen HD-Fernseher an, der jetzt einen USB-Ausgang hat und kann es direkt mit dem Fernseher damit ein- und ausschalten. Ja, was sind jetzt die Vor- und Nachteile der Raspberry Pi? Zum einen, also in Bezug jetzt auf harte PC-Anwendungen. Wir können abspielen H264 und MPEG-2 in Full HD und auch noch weitere Codecs in Full HD. Ich möchte auf die Codecs jetzt nicht genauer eingehen, aber da kommen wir später zu sprechen. Aber es gibt einige Codecs, die man in Full HD ruckelfrei abspielen kann. Dann ist natürlich die Größe, es ist sehr klein und auch relativ günstig. Was noch sehr gut ist, ist die Leistungsaufnahme des Gerätes ist sehr gering, es liegt bei 3,5 Watt. Wenn man das zum Beispiel mit irgendeinem kleinen MIDI-ID-Export oder Netdock vergleicht, da sind wir eher in dem Bereich von 20 Watt. Also ist sehr sparend. Dann gibt es die Möglichkeit, das unterstützt HDMI CEC, das bedeutet, das ist eine Funktion des Fernsehers, damit kann man wie mit der Fernseher-Fernbedienung zum Beispiel auch das Gerät fernbedienen, hier XTMC. Und noch ein Vorteil ist ja, wir haben ja analoge Anschlüsse, ich glaube, wenn jemand wirklich noch einen Röhrenfernseher hat, kann er die Raspberry Pi auch noch verwenden, was bei aktuellen Medienzentren immer eigentlich jetzt nicht mehr dabei ist. Ja, dann ein großer Vorteil von dem ist, dass ich eben hier XTMC draufziehen kann. Und XBMC ist eine freie Software, die immer weiterentwickelt wird und das ist auch eine Premier-Entwicklerplattform. Das heißt, XBMC wird auch direkt für die Raspberry Pi entwickelt. Und damit habe ich eine super Erweiterbarkeit. Ich kann Wireless-Tastatur, Maus, ich kann Zusatzgeräte anstecken, zum Beispiel auch WLAN-Sticks. Also ich habe jetzt hier einen Router mit einem WLAN-Stick vorbereitet. Um so direkt über mein Handy ins Internet zu kommen und hier nicht über Schulnetz zu arbeiten. Ja, natürlich gibt es auch Negativpunkte bei der Raspberry Pi. Und zwar, es gibt andere Codecs, Videocodecs, die jetzt nicht unterstützt werden und da habe ich auch keine Möglichkeit, dass ich die dann abspielen kann. Dann die CPU von der Raspberry Pi ist relativ langsam. Und dadurch kann es immer wieder auch vorkommen, dass die Menüführung etwas nicht so schnell reagiert. Dann, wenn ich es kaufe, ist da keine Fernbedienung dabei. Das heißt, die Fernbedienung muss ich mich selbst kümmern, wie zu der kommt. Kann man das mit CEC absteuern? Ja, kann man. Aber das muss halt der Fernseher auch unterstützen. Sonst nützt das nichts. Es gibt eine Android-App, wenn man es über das Netzwerk verfügbar hat. Dann kann man also als Notlösung mit dem Android oder mit einem Smartphone, also Tablet meine ich, bedienen. Allerdings ist das Feedback dort recht schlecht. Also ich habe ja Fernbedienung mit. Es ist die Bedienung über das Fernbedienen ist einfach das Optimale, muss man schon sagen. Ja, und dann gibt es auch noch ein größeres Problem, und zwar gibt es bei Videos mit einem TTS-Sound, also einem Dolby Digital Surround-Sound, gibt es Probleme, dass es zu ruckeln kommen kann, weil dieser Sound Surround-Sound von der CPU dekodiert werden muss und im Zusammenspiel mit dem Video geht sich das dann unter Umständen nicht aus. Mir ist das hauptsächlich bei einem HD-Fernseher aufgefallen, bei analogen Fernseher scheint sich das auszugehen, das kann man durchschleifen, oder? Kann man durchschleifen, ja. Also wenn
Der Fall kommt jetzt nur, wenn man kein DTS-fähiges Audiogerät angesteckt hat. Also wenn man DTS-Decoder angesteckt hat, gibt es das Problem nicht. Also es gibt auch eine Lösung dafür, 17 Hardware kann schon dekodiert werden, das DTS-Signal, aber hier gibt es rechtliche Probleme, das kann noch nicht lizenziert werden und deswegen machen sie es nicht öffentlich. Ein Nachteil, was ich auch noch empfinde, ist, es gibt hier keinen unabhängigen digitalen Audioausgang wie ein SPDIF zum Beispiel und man braucht die Information immer über das HDMI gehen. Wenn man da einen älteren Verstärker hat, kann man das leider nicht direkt anschließen. Ich möchte ein bisschen über die Codec-Unterstützung sprechen, also was wird unterstützt. Das ist zum ersten Mal, also wenn man einen Raspberry Pi kauft, ist H264. H264 ist praktisch der Hauptcodec, der jetzt verwendet wird. Er kommt vor in DVB-T S2, also im digitalen Fernsehen, HD-Fernsehen. Er kommt vor auf YouTube-Videos zum Beispiel und viele Videos und Videokameras nehmen den H264 auf. Der wird bis Full HD unterstützt und ist immer dabei. Dann gibt es das MP4, das ist quasi die Fix oder Fixfit. Und das gibt es dann auch bei vielen Videos, ist verwendet worden, bei Kameras und so weiter. Der wird auch in Full HD und standardmäßig unterstützt. Dann gibt es noch zwei Codecs, die man nachkaufen kann. Kosten ein bisschen was und muss man sich registrieren. Das ist zum ersten Mal der MPEG-2-Codec, den kennt sicher jeder. Der ist eben auf DVDs drauf und im normalen digitalen Fernsehen. Also DVB-S und DVB-T. Also wer aus solchen Quellen Videos anschauen will, der sollte sich den MP2-Codec kaufen. Der Preis liegt ungefähr bei 2,85 €. Dann gibt es noch den VC1-Codec zum Nachkaufen. Mit dabei bei VC1 ist WMV3. VC1, also ich habe in meiner Videodatei daheim nirgendwo einen VC1 gefunden. Ich habe aus dem Internet einen runterladen müssen. Also meiner Meinung nach, der kommt kaum vor. Also, was allerdings vorkommt, ist WMV3. Da habe ich dann ein paar Videos gehabt und vor allem die ORF-DVD, die man kennt, vielleicht aus dem Internet, wo man sich vom ORF die ganzen Videos und also Sendungen anschauen kann, das wird im WMV3-Format angeboten und wer sowas schauen will, dem bietet sich an, dass er sich den Code im Rauch kauft. Der ist preislich auch nicht ganz so teuer, der kostet 1,42 €. Seit heuer ist auch Unterstützung für freie Codecs bei der Raspberry Pi dabei. Das ist allerdings experimentell und das ist keine Hardware-Dekodierung, sondern das ist die Grafikkarte unterstützend zur CPU. Und das hat eben zur Auswirkung, dass diese freien Codecs zwar abgespielt werden können in SD, aber nicht in HD. Zu diesen Codecs gehört vor allem zuerst der VB8. Das ist der neue Google-Codec, den man kennt, der freigegeben wurde. Der ist vor allem auch in Verwendung auf YouTube. Soll ja Standard werden beim HTML5, aber das ist ja eine Entwicklung, da wird man sehen, wie sich das entwickelt. Aber der wird unterstützt. Dann VB6, das ist praktisch ein Vorgänger von VB8, der wird auch unterstützt. Und noch Theora, der ist praktisch das Gegenstück zum MPEG-4 gewesen, als freie Implementierung oder als freier Codec. Den findet man halt ja, in älteren Videos vielleicht noch an. Und VB6 ist teilweise auf YouTube bei FLV-Dateien verwendet worden. Aber diese werden wohlgemerkt nur in SD-Format sind die abspielbar. Dann haben wir, also welche Codecs werden jetzt nicht und nicht unterstützt? Das ist zum ersten eben nochmal dieser VB8-Codec in HD und dieser Theora in HD. Das sind teilweise Videos, bekommt man und wenn die HD sind, dann geht sie das nicht aus. Also man kann sie wohl abspielen, aber sie ruhen. Dann, was meiner Meinung nach auch interessant ist, also der DivX311, wenn ihr wer kennt, das war damals so ein gehackter MPEG-4-Codec von Microsoft, wo das so begonnen hat mit den Videos, der wird nicht unterstützt, weil der nicht hundertprozentig MPEG-4-kompatibel, also sich an den Standard hält, deswegen wird der generell nicht unterstützt und der kann nicht abgespielt werden. Dann gibt es noch MJPEG, das ist ein Motion-JPEG. Und hier ist es zwar implementiert, es soll auch funktionieren, aber ich habe es auf OpenELEC und also auf verschiedenen Systemen ausprobiert. Okay. Okay, hier ist er mal.
ja, da sind wir noch mal über das Fuß. Ja, was es noch gibt, es gibt H263 Videos, diese kommen auch auf YouTube vor, also in diese FMV-Dateien. Und dann gibt es noch verschiedene Microsoft-WMV-Formate, die jetzt auch nicht unterstützt werden. Also nur dieser WMV3, der da funktioniert. Audio Codec ist grundsätzlich dann in Software dekodiert und sind jetzt kein Problem, also gibt es keine Einschränkungen dafür. Also alles, was ins Prinzip unterstützt, funktioniert. Ja, also mit der Raspberry Pi alleinige, haben wir vorher auf der Folie gesehen, die kostet ungefähr so 33 Euro bei RS Components. Und damit ist das praktisch jetzt nicht getan. Man braucht zur Platine selbst noch zusätzliche Teile dazu. Da haben wir zum einen ein neuer Netzteil. Wie gesagt schon, es gibt verschiedene Systeme, die ich versorgen kann. Grundsätzlich einmal ein Netzteil, aber benötige. Dann ein HDMI-Kabel, wenn ich so an einen HD-Fernseher anschließe oder ein Kompo, also ein Schwingkabel, wenn ich an einen TV, an einen analogen TV anschließe. Dann gibt es verschiedene Gehäuse, man könnte natürlich ohne Gehäuse betreiben, aber sollte man die Euro dann auch noch investieren. Gibt es zum Beispiel oben, wenn man das RS-Konferenz, das habe ich hier auch. Das ist transparent, schaut ganz interessant aus. Ich habe hier noch ein zweites aufgenommen, das ist von Reichelt, muss man allerdings immer dann versandreichen, das war ansonsten einen Euro günstiger. Der Vorteil von Reichelt ist, es gibt hier ein schwarzes Gehäuse und das hat hier ein Sichtfenster, sodass man die LED sieht, wenn man sieht. Wenn man das von RS Components nimmt, das schwarze, dann ist es komplett zu und man kann die LEDs nicht mehr sehen. Ja, dann benötige ich eine SD-Karte, die würde ich jetzt nicht unbedingt von RS Components kaufen, weil die dort relativ teuer ist und wahrscheinlich vorinstalliert. Mit Betriebssystem, also da eher bei Edeck oder was ist bei irgendeinem, also beim Geizerschein, wo man das nicht macht. Man kann natürlich auch noch weitere Dinge anschließen, ist glaube ich, wenn ich zum Beispiel ein aktiver Hub, wenn man jetzt externe Festplatten oder sonst irgendwas dazu schließen möchte, kann man so die USB-Anschlüsse erweitern. Dann eine Fernbedienung bietet sich meiner Meinung nach auf jeden Fall an, man kann zwar über das Smartphone, das auf der letzten Seite von meiner Folie sieht man dann so Links zu Apps, die mit denen man als Fernbedienung verwenden kann, die funktionieren auch gut. Das Problem ist nicht, aber das Feedback ist einfach bei der Fernbedienung ohne hinzuschauen, was man wo man hindrücken muss. Das ist ein symbolisches Bild. Das ist, besteht in, meistens aus zwei, also das ist ein USB-Empfänger, das ist der Empfänger und das ist dann die Fernbedienung dazu. Das ist ein Microsoft Media Center Fernbedienung. Habe ich aber schon erklärt. Also für die Fernbedienung gibt es auf eBay zum Beispiel um 16 Euro, glaube ich, staatlich. Ja, dann, also das ist eben der Fernbedienung. Wenn man, kommt man dann ungefähr auf einen Gesamtpreis von 67 Euro. Also wenn man das mit einem kommerziellen Produkt vergleicht, muss man schon, kann man nicht nur diese 33 Euro nehmen, weil es, da ist halt noch Versand auch noch mit reingerechnet. Also ungefähr dieser Preisregion, wenn Sie das Ganze aufspielen. Ja, welches Betriebssystem kann ich jetzt da drauf? Wir haben jetzt immer vom XDLC gesprochen, das ist praktisch die Applikation, das ist die Media Center Software, ich brauche aber noch ein Betriebssystem. Und das ist mir alles schon vorbereitet. Da gibt es verschiedene Betriebssysteme. Zum einen haben wir RESPBMC, wir haben OpenELEC und XBM. Grundsätzlich starten wir am Schluss immer das XBMC und zwischen den drei Systemen ist die Oberfläche immer dieselbe. Also die Unterschiede sind eher im Hintergrund. Wie installiere ich es, welche Services sind dabei und welche Dienste werden gestartet. Da sind eigentlich so die Unterschiede. Ich habe da jetzt RESPBMC, was ich zeigen möchte. Aus dem Grund, weil ich meine, ich glaube, das ist einer der einfachsten zum Installieren. Das lässt sich auch super unter Windows installieren. Wenn man nicht so noch mit dem Linux vertraut ist. Ich persönlich benutze daheim OpenELEC, halte ich für besser. Also wenn die einer ein bisschen besser schon mit den Systemen auskennt, empfehle ich eher das OpenELEC. Die Performance ist meiner Meinung nach etwas besser und ich muss sagen, diese Codecs, die eigentlich funktionieren sollten, die auch bei OpenELEC funktionieren, diese Software-Inkodierten, die funktionieren bei OpenELEC und bei RESPBMC teilweise nicht. Also hier scheint viel überhaupt nicht zu gehen. Ja, und XPR, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich selber nie ausprobiert. Rechts unten haben wir noch ein verwaistes, und zwar ist das ein anderes Media Center, das ist Plex, nennt sich Plex. Und
das gibt es jetzt auch für die Raspberry Pi. Also wer das über den Teller anschauen will und noch andere Media Center Software anschauen will, dem empfehle ich dann da vielleicht auch nochmal einzustellen. Wie schaut jetzt die Installation aus? Die ist halt ganz einfach. Unter Windows baut man sich den Installer aus, kopiert dann Warnmeldungen, dass man sich überschreibt oder beziehungsweise dass die SD-Karte dann überschrieben wird, gibt die SD-Karte an und drückt auf Install und das ein so ein Pre-Install-System ist dann drauf installiert. Unter Linux ist es auch sehr einfach, man braucht Python, lädt sich einen Python-Installer herunter, führt dann den aus und der führt einen dann durch das Setup und muss eigentlich nur wissen, wo ist die SD-Karte zu finden, in welchem Device. Und da sollte man sich natürlich nicht irren. Ja, und damit haben wir eigentlich das Betriebssystem schon drauf und XBMC läuft. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt auf das Live-System wechseln. Automatischer Installer. Das heißt, man kommt nicht gleich in das laufende System, sondern er lädt sich aus dem Internet das aktuellste System runter und installiert es auf der SD-Karte. Das würde jetzt ungefähr eine halbe Stunde oder so dauern, bis das drauf ist, wenn es nicht schon drauf wäre. Hier bin ich jetzt im Menü drinnen. Das erste, was ich machen würde, ich würde einmal ins System reinschauen. Hier kann ich mir die Systeminfo anzeigen lassen. Hier sehe ich zum Beispiel den freien RAM, hier haben wir ausreichend RAM frei, obwohl das eine Revision 1 ist und nur 256 MB RAM hat. Wir sehen, wir haben schon eine IP-Adresse bekommen, das ist jetzt von meinem Handy, der Access Point, mit einem WLAN-Stick. Natürlich, ein Wired Network ist für einen stationären Betrieb bei einem Fernseher vielleicht besser, aber hier kann ich natürlich auch mit WLAN das System betreiben. Und da sehen wir die Auflösung und die Wiederholfrequenz. Man könnte schauen, wie viel Speicher noch frei ist, auf der SD-Karte und so weiter. Unten sehen wir dann die Hardware. Hier ist eine Sache besonders interessant, hier sehe ich die Seriennummer. Und zwar, wenn ich diese Codex nachkaufen will, dann ist das immer auf die Raspberry Pi, die Hardware bezogen. Das heißt, ich brauche diese Seriennummer, registriere dann dort diese Seriennummer und kann passend zu dieser Seriennummer die Freischaltcodes. Kann ich euch da noch zeigen, wo man die eingeben kann. Und zwar gibt es hier Raspberry MC Settings. Das ist speziell bei Raspberry MC, also das ist jetzt nicht spezifisch auf XBMC von Media Center Software, sondern das ist speziell bei diesem Betriebssystem. Da gibt es noch so eine Einstellung Settings. Und hier kann ich ganz einfach das Netzwerk umschalten. Hier könnte ich auf Wired oder Wireless umschalten. Und weiter unten kann ich dann hier den Access Point eingeben und das Passwort. Das ist eigentlich alles, was ich machen muss, wenn ich über einen WLAN-Stick mich mit dem Internet verbinden will. Wenn ich im Haus nutze, wie immer. So, ich bin hier draußen. Hier gibt es noch ein paar Einstellungen. Und hier gibt es auch noch ein Einstellungsfenster. Hier kann ich zum Beispiel sagen, keep Raspberry MC up to date. Hat Vor- und Nachteile. Also ich bin schon heimgekommen, wollte Fernsehen schauen und dann fand es dann ab jetzt installieren. Hier sehen wir die Freischaltcode. Der Vorteil bei diesem Betriebssystem ist, dass ich die Keys für MPEG-2 und VC1 direkt in der Oberfläche eingeben kann. Bei anderen Systemen muss ich dann in einer Textdatei wo eintragen. Deswegen ist es auch für Anwender ein sehr guter Einstieg. Hier habe ich auch die Möglichkeit, dass ich die Raspberry Pi übertakten kann. Das kann ich hier auch recht einfach machen. Bin ich da oben auf Fast gegangen und dann läuft sie statt 700 mit 840 MHz. Ja, und hier oben habe ich eh auch schon erwähnt, ich kann auf den GPIOs einen Infrarotempfänger auflöten und hier gibt es dann auch die Unterstützung dafür. Ja, schauen wir uns ein bisschen die Systemeinstellungen an. Darstellung ist, die Oberfläche, die wir jetzt sehen, ist auch austauschbar. Also das kann man ganz an seine Bedürfnisse eben anpassen. Der nennt sich jetzt Confluence, der Standardoberfläche läuft ganz gut mit der Raspberry Pi.
aber gibt es auch andere. Muss man allerdings ein bisschen aufklären, es gibt auch welche, die sehr CPU-lastig sind, die darf auf der Raspberry Pi nicht verwendet. Ja, unsere neues RSS-Feeds, da würde unten so ein Band mit RSS-Feeds durch, wenn man das aktiviert, sollte man eher deaktivieren und ist besser für die Performance. Ja, hier kann man auf jeden Fall auch die Länder-Einstellungen machen, also vor allem Zeitzone und Sprachen, und unten kann man auch die Default für, wenn es mehrere Audio-Streams hat, und unter diesen dann kann man die Default-Sprache einstellen. Das waren so die wichtigsten Sachen. Bei Video kann man auch einige Einstellungen machen. Ja, das ist auch nichts so Wichtiges dabei. Live-TV, es wäre die Möglichkeit, dass man DVB-Empfänger anschließt, habe ich allerdings noch nicht ausprobiert. Würde auch funktionieren. Ich bin natürlich was hinter uns, die schauen wir uns dann später nochmal genauer an. Dienste, kann ich einen Namen vergeben, und hier vor allem auch UPnP-Funktionalität. Also es hat heute, glaube ich, schon einen Vortrag gegeben über Media-Server. Praktisch hier kann ich entweder die Raspberry selbst zu einem Media-Server machen und die Dateien dort freigeben, oder ich aktiviere den UPnP-Renderer und dann kann ich praktisch am Smartphone oder so Videodateien auslegen und auf die Raspberry Pi dann schicken. Also es hat von mir auch ein Vortrag folgendes Jahr gegeben zu dem Thema, vielleicht kommen die Videos einmal und dann, also das würde hier sogar abgedeckt werden. Ja, der Rest ist eigentlich auch nicht so wichtige Einstellungen. System, da sehen wir uns nochmal die Hardware, ich kann die Auflösung einstellen, also bezogen auf den Fernseher, hier macht es keinen Sinn, weil ich eh schon analog bin, aber sonst kann die da. Wichtig ist Bildschirm kalibrieren, das habe ich im Vorfeld schon gemacht, dass es jetzt hier optimal auf die eingerichtet ist, müsste man auch noch machen, weil sonst kann es sein, dass es links und rechts ein bisschen raussteht aus dem Fernseher. Und dann kann man das optimal ein. Das ist dann auch so die wichtigen Einstellungen hier. Ja, kommen wir nun zu. Hier haben wir die ganzen Menüs, also Wetter, Klima und so weiter. Kommen wir jetzt zu den wichtigsten einmal Videos. Da kann ich hier auf Dateien gehen. Habe ich schon mal nicht vorgestellt. Aber hier kann ich auf Videos hinzufügen gehen. Dann gehe ich hier rechts auf Suchen. Und hier habe ich jetzt verschiedene Quellen, die ich jetzt verwenden kann, um zu meinen Videodateien zu kommen. Das sind vor allem also hier zum Beispiel der Home-Ordner, wäre die SD-Karte selbst. Ich kann natürlich von einem Server jetzt mir die Daten holen, zum Beispiel NSS von einem Datenserver oder UTMP-Devices, wenn ich einen Media-Server habe, oder mit Samba. All diese Quellen. Samba ist von der Performance her also nicht so gut, weil das ein bisschen viel Overhead hat, also eher NFS, wenn es in Performance kritischere Dinge geht, also ganz hochauflösende Videos. Ja, ich möchte da jetzt einmal auf den Home-Ordner, ich habe die Videos jetzt draufgespielt. Da kann man jetzt bin ich praktisch an der Datei-Ebene, kann mir hier direkt Videos, also die Files aussuchen. Gehe jetzt da in den Movies-Ordner, klicke auf OK und habe hier jetzt Movies. Und kann dann mit OK drücken. Und dann schnelle ich ja nichts zum Beispiel aus und drucke auf OK, dann habe ich jetzt einfach mir einen Link sozusagen zu diesem Verzeichnis erstellt. Jetzt kann ich da diese ganzen Videos mit durchklicken, die Dateien, wie sie sind, und kann so auf die Datei über eine direkt zugreifen. Es gibt allerdings eine schönere Methode noch, wie man hier das hinzufügen kann. Und zwar, wenn ich hier auf Suchen gehe, also nochmal gleich wie vorher. So, und jetzt kann ich ja oben einen Scrapper, oder ich kann mal auswählen, um was für Dateien es sich dort handelt. Ich möchte sagen, okay, das handelt sich um Filme. Ich habe jetzt eine deutsche Version, also ich daheim von eher die englische Version, da ist jetzt Deutsch. Also ich würde jetzt sagen, okay, dieser Folder enthält Videos und rechts davon sehen wir einen Scrapper. Der Scrapper versucht mir jetzt diese Videodateien anhand des Dateinamens zu erkennen und dann gleich mit einer Medien Datenbank zu verknüpfen, das heißt zum Beispiel die Movie Database, und dort sind diese Videos ja schon gespeichert mit Zusatzinformationen, und das werde ich jetzt hier einfach mit OK mal einspielen lassen. Ich glaube schon, ich habe das gesehen. Okay. Und jetzt wollen Sie den Faktor sehen. Ja. So, jetzt verbindet er sich mit dem Internet, ich hoffe mal, dass das gut geht, und er versucht jetzt also diese Daten
diese Videodateinamen mit der Datenbank abzugleichen und sich Informationen zu holen. Das geht jetzt relativ klar. Ja, also rechts oben sehen wir gleich die Erkennung, also wir sehen zuerst die Datei und dann was als Handwerk. Das funktioniert in der Regel recht gut. Es hängt allerdings davon ab, wie die Dateien heißen. Also da muss man aufpassen. Ich habe in meinem, es gibt auch PDF zu meinem Vortrag, da habe ich eine Liste gemacht, wie man die Dateien am besten benennt und wie man sie nicht benennen darf. Zum Beispiel sollte man keine nichts vorne dazu schreiben zu den Videos. Wenn der heißt Spider-Man 3, dann sollte man vorne nicht irgendwas hinzufügen, was jetzt mit Spider-Man zu tun hat. Gleiches gilt für hinten auf der Videodatei. Wenn hinten noch irgendwelche Erweiterungen stehen, zum Beispiel Spider-Man 3 Tief X, macht keinen Sinn und macht dann Probleme bei der Erkennung. Teilweise gibt es auch Probleme bei der Erkennung mit deutschen Titeln. Manchmal ist es besser, man nimmt den englischen Titel des Films und später sagt man dann beim Realisieren bei der Einstellung, wie man auch sagen kann, dass er Deutsch machen soll primär und dann ist die Erkennung oft besser. Das muss man sich dann anschauen. Es ist auch möglich, wenn es jetzt eine falsche Erkennung geht, kann man die auch nachträglich korrigieren. So, wir sind jetzt fertig. So, jetzt können wir da in den Moodle-Ordner reingehen. Jetzt hat sich im ersten Moment noch nichts geändert. Weil diese ganzen Daten noch nachlesen, das im Internet. Ja, also jetzt sehen wir da so ein bisschen eine schönere Oberfläche, wir sehen im Hintergrund ein Bild aus dem Film und rechts dann auch noch wie das Cover aussehen würde. Wir haben rechts die Information, ob es sich um ein HD- oder ein SD-Video handelt, wobei nicht unterschieden wird zwischen 720p und 1080p wird nicht unterschieden, das ist beides dann HD. Ja, also das wird alles im Internet einmal geladen, ist beim nächsten Mal dann schneller da und dauert halt jetzt ein bisschen, weil das jetzt über das nächste zum Jahr so wird. Wenn ich auf dem Video drauf bin, kann ich auf Information drücken. Also das ist jetzt die Taste von meinem Video. Dann sehe ich zu diesem Film noch zusätzliche Informationen. ja, Regisseur und Jahr und so weiter. Und was hier ganz gut ist, ihr seht hier oben die Bewertung. Das ist die Bewertung aus der Movie Database. Die Movie Database, ich glaube, heißt es. Und da kann man schon mal ungefähr sagen, okay, ob der Film gut ist oder auch nicht. Da unten gibt es noch Besetzung, Handlung und so weiter. Was hier interessant ist, ich kann zu diesem Film auch gleich in den Trailer anschauen. Wenn ich hier auf Trailer gehe, dann ist wichtig, dass ein YouTube-Add-on installiert ist. Würde das noch nicht drauf sein, hätte das jetzt noch installiert. Ich habe schon mal vorbereitet. Und jetzt spielt er sich den Trailer hier, holt sich den Trailer direkt von YouTube und spielt uns den jetzt mit YouTube ab. Oder man geht halt direkt drauf und drückt auf OK. Gehen wir mal zurück. Jetzt haben wir hier auch einen neuen Eintrag bekommen. Wir haben hier Filme-Eintrag bekommen. Ich kann die Filme, die ich jetzt zu meiner eigenen Library hinzugefügt habe, entweder also durchsuchen nach Titel, nach Genre oder nach Jahr. Wenn ich, je nachdem, auf was ich Lust habe, kann dann hier praktisch auf Jahre gehen und geht zum Beispiel alten Filme, also habe den jetzt extra reingenommen, damit man sieht, das wären auch alte Filme hier durchaus erkannt und auch dargestellt. Und das würde auch ein Trailer geben. Wenn ich hier jetzt auf IAP gehe, sehe ich hier nochmal Zusatzinformationen über diesen Video. Ich sehe, es handelt sich um ein 1080 Video, AVC1, das nennt man 4CC, das ist Erkennung, das ist auf 34 Zeichen, nicht unbedingt aber. Und daran erkennt man, was für ein Codec das ist. Ich habe so eine Liste auf meinem PDF, gibt es so eine Liste und AVC1 steht für H264. Ja, dann kommt die Audio-Codierung, Audio, also Skriptfunk-Einstellung und das Format. Ja, also das war jetzt die Videofunktion. Eine weitere Funktion, die wir dort drin haben, ist Video Add-ons. Das haben wir eigentlich unsere eigenen Dateien angesehen und indiziert. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass ich Add-ons dazu installiere. Die sind meistens zum Beispiel, um eine Mediathek von den Sendern direkt zu erhalten
Also ich kann hier auf mehr als gehen. Und dann kriege ich hier die ganze Liste der offiziellen Add-ons. Also es gibt offizielle Add-ons und inoffizielle Add-ons. Offizielle Add-ons werden direkt in XBMC hier aus der Liste heraus aufgelistet. Inoffizielle Add-ons sind zwar auch auf der Homepage, gibt es einen Link dazu, aber sie müssen in ZIP nachinstalliert werden. Das zeige ich dann nachher noch. Schauen wir uns jetzt mal die offiziellen an. Was da vielleicht interessant sein kann, ist... Servus TV, das geht zum Beispiel jetzt die Mediathek von Servus TV, es gibt die Mediathek von ATV, es gibt ein Add-on, das nennt sich Mediathek. Da ist die Mediathek von den ganzen deutschen Sendern, von ZDF, ARD, Bayern und so weiter und auch ORF ist da dabei. Das bietet sich auch an, dass man sich vielleicht sowas installiert. Der Vorteil bei der Servus TV Mediathek, der wird jetzt da im Hintergrund installiert, ich könnte jetzt schon weiter bedienen. Dauert halt ein bisschen, bis er runtergeladen und installiert ist. Der Vorteil von der Servus TV Mediathek ist, dass sie sehr hochauflösende Videos hat. Im Gegensatz zu den anderen. Weil ist besonders schlecht eigentlich. Ja, ATV ist besonders. Ja, jetzt reden wir von der Qualität nochmal. Also, ja, Servus TV bestimmt uns sehr hohe Qualität. Ich muss jetzt nochmal weiter. Ich habe mir angeschaut, was da jetzt ist. Also das lautet sich jetzt direkt aus dem Internet heraus, was auf der Bibliothek drauf ist. Das ist praktisch im Hintergrund und der will jetzt visualisiert mir hier dann im Menü. Je nachdem, wie gut die das Add-on programmiert ist und wie kommt die Homepage und so weiter, kann man durchaus vorkommen, dass da dann was nicht funktioniert. Eine Frage, wenn man sich das anschaut, bei diesen Plugins, merken Sie diese Plugins teilweise auch, wo man stehen geblieben ist, wenn man ja, das unterwegs ist? Ja, das Handwerk, der beste Relief dauert der. Wenn man sich selber weiterschauen kann, oder? Nein, ist mir noch nicht aufgefallen, dass das kann. Ja, war für sicher nicht so schlecht. Vielleicht selber mal eins programmieren. Ich glaube, eins von den Linux-Heften, da steht drinnen Informationen, wie man programmiert. Hier sieht man jetzt zum Beispiel, ist das nämlich ein 720p. Also da kann man nur dran, von der Qualität, wenn man ORF schaut. Ich kann froh sein, wenn man jetzt die Qualität hat. Ganz was Kleines. Was auch relativ gut geht, was mir sehr gut gefällt, ist, wenn ich mit irgendwo verklickt habe und das eigentlich lang dauert, dann komme ich eigentlich immer wieder ins Hauptmenü. Also das hier eigentlich alles immer abbrechen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es 100% stabil ist. Dort in diesem Bereich, wo man die Add-ons arbeitet und im Internet, kann es durchaus auch vorkommen, dass es einmal aufschließt. So, jetzt möchte ich noch eins zeigen, wie man jetzt diese inoffiziellen Apps installiert. Oder Add-ons, Entschuldigung, die Apps. Und zwar gibt es hier im Menü die Add-ons. Und so. Okay, und hier gibt es aus ZIP-Dateien installiert. Also die lädt man sich irgendwo im Internet runter, kann sich dann da einfach drauflegen auf den. Und hier habe ich jetzt zwei Add-ons installiert. Das eine ist das XBMC Adult Add-on, wenn es interessiert, das ist auch für erwachsene Inhalte, sage ich. dann gibt es vor allem Xtreme. Also das kann ich jetzt installieren, aber mit OK, dann würde es im Hintergrund installieren. Ich habe es jetzt schon mal vorbereitet. Das ist ein ganz interessantes Add-on. Und zwar habe ich das genau, Xtreme. Da kann ich direkt, es nennt sich Max Mustermann Add-ons. Also wenn man es auf den inoffiziellen sucht, dann läuft es unter Max Mustermann Add-ons. Und hier kann ich jetzt auf diverse Videoplattformen, jetzt mal so, werden hier unterstützt. Und die werden verbunden direkt mit Streaming-Anbietern, also Streaming-Video-Anbietern. Also hier vor allem Serienjunkies zum Beispiel oder Kino XDO.
Gehen wir mal in das Team XDO rein. Von YouTube gibt es auch mit unter denen, kann man sich auch dort runterladen. Und wenn man die also dazu haben, dann gibt es im Menü zum Beispiel. So, da gibt es jetzt verschiedene Einträge, das dürfte von KinoXDO, ich weiß nicht, was ich bieten. Ist die Einteilung dürfte von KinoXDO kommen. Was mich jetzt mehr interessiert, ist, wann ich auf Suche gehe. So, und hier kann ich jetzt zum Beispiel nach einem Video suchen. Ich habe das ja du jetzt angeschlossen, weil das ein bisschen praktischer ist. Dann haben sie nämlich den, aber. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel das Pirate Bay Video, also die Doku Pirate Bay. Und hier können wir, also die haben wir jetzt rausgesucht. Jetzt können wir da draufklicken. Die kann man sich frei auf YouTube runterladen, die Doku Pirate Bay. Ich habe jetzt draufgeklickt, da unten sehen wir, es arbeitet. Und jetzt zeigt er mir verschiedene Streaming-Anbieter, die dieses Video anbieten. Das ist jetzt eher eine kleine Liste, oft ist die Liste auch noch viel größer, aber oft gehen viele davon nicht. Also man kriegt mit der Zeit vielleicht ein Gefühl, was gut geht und was weniger gut geht. Also meistens nehme ich Bootlocker oder Sockshare. Hier ist eins von beiden verfügbar, dann nehme ich Bitstream. Und jetzt praktisch spielt das Gerät direkt aus dem Internet die Daten ab. Also okay, also noch zu dem Menü, genau. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, das Video direkt abzuspielen, das Video. Und oder ich lade es hier auf der Raspberry Pi herunter. Wenn ich da draufklicken würde, kann ich einen Dateinamen eingeben und dann lauft es mir vorher runter. Und dann kann ich es ohne Internet später anschauen. Oder ich kann sagen, dass ein Changer am Rauschen. Da müssen wir Changer. Also nein, das ist der Programm. Ja, und wenn ihr jetzt auf Play drückt, verbindet sie sich zum Internet und mit Glück geht es da. Also es gibt Streams, also da kommt man so weit, aber dann bricht das dann wieder auf. Und jetzt kann ich den Film direkt aus dem Internet anschauen. Kann natürlich auch zurückspulen. Den haben wir jetzt eh schon angeklickt gehabt mit deutschen Subtiteln. Die Song von Offset, der ist unser Betrachtung. Original, wie er rausgekommen ist, war er in Schwedisch mit englischen Untertiteln. Es war jetzt haben wir den Pirate Bay. Und da gibt es den auch von Arte, glaube ich, habe schon gesehen, dass ihn auf Deutsch mit deutschen Untertiteln spielen. Ja, gibt es irgendwelche Fragen? Weiterspielen soll, wo ich sie jetzt aufgehört habe oder ob ich von vorne beginne. Und hier sind dann auch. Hier kann ich dann umschalten, das sind jetzt sofort Play und da hinten da kann ich glaube ich dann die Tonspur verschieben, wenn ein Audio oder Videos unsynchron wäre. Da sind die Tonspuren zum Umschalten und da sind die Untertitel zum Umschalten. Ich könnte jetzt da auf den Englisch schalten, da beide auch runterklappen und beide. Leka mit Datoren, mit Annas alldeles klar råd privat att leka med. Jag tänkte börja med att fråga dig. Jag har läst väldigt mycket i pressen om att du beskriver det du beskriver som en datorgeni. Hur skulle du själv beskriva din... Det kan, det film kan man se på YouTube underlaget och det finns också de ganska underlaget. Det kan man se extra underlaget. Det finns också tools.
Das sind jetzt auch nicht die Originalvideos, falls es wer das fragt, das sind was Trailer. Also er schaut jetzt nicht nach, ob der Film wirklich der Film ist, das kann er ja auch gar nicht. Er schaut wirklich nur über den Dateinamen, um was für einen Film es sich handelt. Ja, die speichert er sich da unten. Also wenn das Internet jetzt weg wäre, dann würde er trotzdem noch diese Informationen haben. Naja, die Movie-Database weiß, wer nach welchen Informationen fragt. Aber es gibt, man kann das gleich mal umschalten, aber diese von wo es sich holt, es gibt ja glaube ich eine freie Ausgabe. Aber der weiß das natürlich schon, was man sich holt. Aber ich habe mir jetzt die Infos vom Avatar und so weiter geholt, aber das war über da liegt ja nur der Trailer und ich habe nur einen Dateinamen. Ja, was vielleicht noch eine Kleinigkeit da unten. Also ich kann, wenn ich mich jetzt in so Untermenüs befinde. Okay. Wenn ich mich in so Untermenüs befinde, dann kann ich auch immer sagen, ich möchte es als Favoriten speichern. Und hier unten kommt man zu den Favoriten. Und besonders wenn man jetzt so mit den Streaming-Geschichten, das dauert relativ lang, bis ich mich da durchgeklickt habe, dann bietet es sich an, dass ich. Ja, okay, na genau. Dann haben wir hier einen Link auf South Park. Ein Plugin für South Park, haben sie alle Folgen runtergeladen und da habe ich zum Beispiel für die 16. Staffel mir einen Link hinterlegt unter Favoriten. Dann komme ich da immer leicht hin, ohne jetzt ins Filmmenü, ins Untermenü reinzugehen. Ja, okay.